Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban und hallo an euch. Ich hoffe, es geht euch allen gut und dass ihr fleißig geübt habt. Denn ohne Fleiß kein Preis, wie man so schön sagt. Ich glaube, wir können ohne Vorwort weitergehen. Und zwar hatten wir letztens Inna. Also wir haben den Chat gelernt. Ja? Heute kombinieren wir es Sukun und der Shadda zusammen. Legen wir mal los. Hier sind die neuen Wörter. Wir fangen wie immer von rechts an. Und das erste heißt Rubba. Rubba. Madda. Madda. Ilayya. Ilayya. Ilaykum. Ilaykum. Manna. Manna. Amman. Amman. Jetzt gehen wir wieder nach oben. Innahum. Innahum. Nazzala. Samma. Na'udduhum. Wa yassir. Hier müssen wir wissen, dass zwei Wörter. Das erste ist wa und yassir. Das ist ein Befehlsverb. Deswegen bitte nicht so schnell lesen, dass ihr denkt, das ist ein Wort, sondern wa, stopp, yassir. Wa, bashir. Jetzt gehen wir wieder nach oben. Wa la tu'assir, fabasharuna, fabasharuna. Der Ra ist hier dick. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Der Ra, von dem Ra gibt es zwei. Einer ist muraqqaq, was dünn ist, und einer ist mufakham, was dick ausgesprochen wird. Hat es einen Dhamma oder Fatha, dann sagen wir Ra, Ru, also dick. Haben wir einen Kesra, diesen Strich nach unten, dann ist es Ri, nicht Ri, sondern Ri, Ri. Es muss dann dünn, leicht ausgesprochen werden. Fabasharna, hier sagen wir dick. Hat es einen Sukun, wir haben ja jetzt Sukun gelernt, hat es einen Sukun, gucken wir davor. Den Buchstaben davor, ob er ein Fetha oder Dhamma hat. Hat er, sprich mir ihn dick aus. Ist er davor aber dünn, so oder leicht, so werden wir den Ra auch leicht aussprechen. Natürlich gibt es da noch andere Formeln, aber ich glaube, für das Erste ist das hier das Wichtigste. Verbescherne, verzekir, verzekir, yunassir, yunassir. Hier, wenn wir stoppen möchten, zum Beispiel, dann werden wir den leicht dünn aussprechen. Gehen wir aber weiter. Yunassiru. Yunassiru. Dann ist es dick. Okay? Darauf müsst ihr achten. Yufassir. Watakhirru. Watakhirru. Nukallifu. Yu'aqibu. Yusallimuna. Yu'allimuna. Und achtet bitte auf die Verlängerung. Yukarrimuna. Yu'minuna. Yu'minuna. Damit ihr auch hier was Bescheid wisst oder eine neue Info haben möchtet oder eine neue Info kriegt. Es gibt 10 Lesearten des Koran. Warum? Weil die Araber Arten hatten, etwas auszusprechen. Und eine davon ist zum Beispiel dieses Yu'minuna. Da gibt es unterschiedliche Lesearten. Warum? Weil einige den Sukun auf Elif, auf den Hamza, nicht aussprechen können. Und deswegen sagen die dann Yu'minuna. Yu'minuna. Okay? Aber wir bleiben auf die normale Art und sagen Yu'minuna. Also das nur so als Info. Gehen wir dann wieder nach oben. Yajlisuna. Yajlisuna. Azzaba. عذب وتفر تكرم يتخرج من ألف. Und jetzt gehen wir nach unten und ich hoffe, es ist nicht so schwer, wie es aussieht. Denn hier fangen wir langsam an, mit Sätzen zu arbeiten. Okay? Rabbi hebli. Rabbi hebli. Bismillahi. الحمد لله رب العالمين. Schaut es euch mal nochmal an, denn gleich verlieren wir einige Harakat und dann müssen wir versuchen, es ohne Harakat zu lesen. Und ich hoffe,
Ihr habt euch daran gewöhnt und diese Strategie gefällt euch, sodass ihr von Anfang an schon ohne Harakat lesen könnt. Jetzt haben wir ein paar Harakat weggemacht und wir versuchen es nochmal. Das erste ist Rubba, Medda, Medda, okay? Ilayya. Auch wenn wir so logisch nachdenken würden, zum Beispiel Iliya oder Iluya, dann würde es sch schwer rauskommen. Ilayya ist das Einfachste. Ilaykum, Ilaykum, Menna, Emmen. Okay, jetzt gehen wir nach oben. Innahum. Das nächste. Nazala. Samma. Na'udduhum. Wa yassir. Wa bashir. Wa la tu'assir. Fabasharna. Fadhakkir. Yunassir. Yufassir. Wa takhiru. Nukallifu. Yu'aqibu. Yusallimuna, yuallimuna, yukarrimuna, yu'minuna, yajlisuna, azzaba, watafirru, takarrama, yatakharraju, min elfi. Und jetzt gehen wir zu den Sätzen. Rabbi habli, Bismillahi, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Und somit sind wir mit dem Unterricht heute fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es war nicht so schwer. Und wenn es doch noch schwer war, dann verzeiht mir und schreibt es in den Kommentar. Vergesst nicht, eure Meinung zu schreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Unterricht. Passt auf euch auf. Assalamu alaikum. Ma'assalama. Und Masa ul Khair. Was gute Nacht heißt. Sirna, sirna, sirna bi'aunillah, minhajuna taqwa. Sirna, sirna, sirna bi'aunillah, minhajuna taqwa.